Ich hatte mal wieder richtig Bock, ein paar Sachen im Batik-Style zu färben und haben uns dafür natürlich wieder als erstes unser Tie-Dye-Set geschnappt. Und dann haben wir uns natürlich noch die ganzen Sachen genommen, die wir färben wollten. Angefangen haben wir mit den Kissenbezügen. Die wollten wir in so einem gefleckten Design haben und da muss man das Ganze so zusammen machen. Da wollten wir einmal so ein geflecktes Muster haben, also wo wirklich so Pünktchen sind. Und der andere YouTube-Beutel sollte diesen klassischen Strudel bekommen. Und die Scrunchies haben wir ehrlich gesagt irgendwie zusammen gemacht. Und dann ging es auch schon direkt ans Färben. Da haben wir auch mit den Kissenbezügen wieder angefangen. Da haben wir uns für einen dunkelblau entschieden und die erstmal ordentlich damit voll gemacht. Danach kam der Pünktchen-Jutebeutel. Da wollten wir, dass die Pünktchen später gelb sind und der Rest braun. Also haben wir erstmal die gelbe Farbe auf die Pünktchen und auf die Henkel gegeben und die braune Farbe dann auf den Rest getan. Und der andere Jutebeutel mit dem Strudelmuster soll die Farben rot und gelb bekommen. Also haben wir die immer abwechselnd in diese Dreiecke gegeben. Die übrige Farbe haben wir dann noch auf die Scrunchies verteilt. Da wir aber immer noch so viel gelb, braun und rot übrig hatten, haben wir dann einfach noch einen Jutebeutel genommen und die dann in so einem gestreiften Muster eingefärbt. Wir haben dann alles noch in Tüten getan und morgen schauen wir zusammen, wie es geworden ist.